Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar SpongeBob Schwammkopf Schlacht um Bikini Bottom. Ja, also ich meine das hier gerade ernst, hallo, weil dieses Spiel ist so gut und ja, ich hoffe, ich kann euch das in diesem Let's Play hier beweisen. Und ja, ohne mal viel zu viel zu labern, fangen wir direkt an. Meine Güte, dieses Spiel ist so ein riesengroßer Teil von meiner Kindheit, ne? Aber gut, hätte man sich, glaube ich, auch denken können. Ja, natürlich das Ganze auch mal wieder live. Ich habe ja jetzt schon bei Crash Twinsanity gesagt, dass ich jetzt öfters live Let's Plays machen will, weil das einfach angenehmer ist. Und ja, die Story. Unterwasserstadt. Heute wird sie zum Schauplatz puren Schreckens, bei dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielen wird. Heute ist der Tag. Ich habe einen genialen Plan geschmiedet, um endlich das Krabbenburger-Rezept zu stehlen. Und wenn dabei Bikini Bottom zerstört wird, umso besser. Mit meinem brandneuen Duplikatotron 3000 werde ich eine Roboterarmee klonen, die unter meinem Befehl stehen wird. Ich werfe noch mal einen letzten Blick auf meine Checkliste. Mal sehen, ist Plankton ein Genie? Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Aktiviere die Maschine. Willkommen, meine unterwürfige Roboterarmee. Moment noch, ich will ein Foto für mein Fotoalbum. Hey, hallo? Was macht ihr denn da? Oh nein, nein, halt! Ich bin doch euer Meister, ich habe euch erschaffen! Nein, nein! Ja, Alltag. Ein weiterer schöner Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur verwechsle ich immer die Roboter mit den Rennpferden. Toll, wenn wir richtige Roboter hätten, Patrick. Ich würde meinen Oh Mann, über sowas lache ich. Oder vielleicht Frankie. Ja, diese unechten Roboter werden langsam langweilig. Hey, was ist, wenn ich die Roboter hier reinstecke? Wie muschelig von dir. Na, ha. Das ist keine normale Muschel. Das ist meine magische Wunschmuschel. Das ist ja toll, Patrick. So, ich lege jetzt die Spielzeugroboter in die Muschel. Oh ja, mach das. Okay. Dann sagen wir die magischen Zauberworte und schütteln die magische Wunschmuschel. Mhm. Okay. Dann gehen okay. Und morgen früh haben wir richtige Roboter zum Spielen. Cool. Müssen wir nicht die magischen Zauberworte sagen? Das hast du schon. Okay, ist das magische Zauberwort? Eigentlich war es Alakazama, Albala, Wisniavtikitin, Fusselra, Grotlibitz von Wittlislautze, aber ich konnte es mir nie merken. Und das funktioniert? Natürlich. Das ist so dumm. Letzte Woche hatte ich einen großen Keks und richtig Hunger. Also habe ich meinen Keks in die magische Wunschmuschel getan, die magischen Zauberworte gesagt und sie geschüttelt. Und am nächsten Morgen hatte ich viele kleine Kekskrümel. Ich verkünde, dass morgen der beste Tag aller Zeiten sein wird, Patrick. Gute Nacht, SpongeBob. Gute Nacht, Patrick. Am nächsten Morgen. Man muss schon sagen, der Humor von der Serie wurde auch echt gut übernommen. Mit Robotern spielen, mit Robotern spielen, wow! Wow! Gary, warst du das? Wow! Ach ja, ist schon schön. Ja, Gary, scheint so, als ob wir in der Patsche sitzen. Ich glaube, ich muss noch eine Menge lernen, um das hier in Ordnung zu bringen. Was für eine tolle Idee! Auf diesen Schildern stehen wichtige Hinweise, die mir helfen werden. Ja, okay, komm, das brauchen wir nicht. Die Hinweise brauchen wir nicht und ich lese schon hier im Chat. Wer lebt in der, wer lebt in der Ananas? Ganz tief im Meer, ja. Gut, ich hoffe, ihr seid alle ähnlich gehypt wie ich, weil, ja, das Spiel ist halt einfach...
Also, mal ganz im Ernst, ne? Wer mag SpongeBob nicht, ne? Für SpongeBob ist man... Halt mal kurz die Klappe. Für SpongeBob ist man einfach nie zu alt, okay? Und dieses Spiel, das macht so viel Bock, dass... Wirklich, alles ist gut, okay? Der Humor ist okay. Okay, der Humor ist okay. Der Humor ist SpongeBob. Der, die Level sehen richtig, richtig gut aus. Und die Musik, die ist auch furchtbar in Ordnung. Aber sowas wird man ja alles in diesen Let's Play sehen. Gut, aber hier haben wir was übersprungen. Das gucken wir uns jetzt an. Ahoi, SpongeBob. Als ein verantwortungsvolles Crewmitglied der Krossen Krabbe wurdest du, befördert, um nach glänzenden Objekten zu suchen. Cool. Genau, eine Beförderung. Sie bedeutet, dass du die glänzenden Objekte, die die Roboter zurücklassen, aufsammelst und zu mir bringst. Vergeude also keine Zeit und fang mit dem Sammeln an. Ja, die glänzenden Objekte sind die Dinger, die ihr gerade gesehen habt. Da, diese, das sind diese glänzenden Objekte. Das ist quasi das Geld in diesem Spiel und ja, davon sammeln wir immer mal ein bisschen was ein, denn Mr. Krabs ist ja bekanntlicherweise scharf da drauf und ja, hallo an Mr. Mystery Man LP. Ja, gut, ja, für die mit den glänzenden Objekten können wir jetzt auch erstmal diese Tür öffnen und fühlen uns voll krass, dass wir in unserer eigenen Wohnung umherlaufen können. Bam! Ja, das solltest du machen. Das mache ich nämlich auch immer, jeden Morgen. Also wenn ich aus dem Bett rauskomme, versteht sich. Yeah, 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 yeah. Okay, gut. Reicht auch. So, mit den glänzenden Objekten kann man einige Dinge machen. Darunter auch Sachen holen, die zu den 100% gehören. Und da wären wir auch bald gleich beim Thema. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich... dieses Spiel zu 100% spielen soll. Das kommt natürlich drauf an, wie ich Lust habe und wie lang das Spiel ist, weil das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich habe das damals gespielt, da war ich, keine Ahnung, zwei Jahre. Also da wurde ich gerade erst geboren oder so. Nein, natürlich nicht. Also da war ich halt noch sehr jung, so, ne? Und dementsprechend ist das ziemlich lange her. Und ja, wir werden sehen. Also wenn das Spiel fix geht, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal alles mitnehmen und ja, mal gucken, ob ich im Endeffekt dann noch Lust habe, die 100% zu holen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann ja. Gut, bin wieder weg. Hashtag komme vielleicht später wieder. Muss noch was fertig aufnehmen. Okay, viel Spaß. Ja. Also, wie schon an alle, die jetzt live sind, wie schon gesagt, das Let's Play, das ist ein Let's Play. Also, das bleibt nicht nur live, das wird auch noch hinterher. Also, für alle, die jetzt keinen Bock haben, live unbedingt dabei zu sein, ihr könnt es euch noch später angucken. So, gut, nur damit man das gesagt hat. So. So, machen wir mal hier. Okay. Das ist cool. So, hier in diesem Spiel, also ich habe vorhin ein bisschen rumprobiert, ich habe keinen Fehler in dieser ROM hier gesehen, was echt cool ist, weil bei Crash Transanity, da war ja so ein kleiner Fehler im Hintergrund, ihr wisst ja noch alle, ja, dies scheint hier nicht so der Fall zu sein, das ist natürlich sehr schön. Hoffen wir mal, dass es wirklich so bleibt, weil dann haben wir hier ein schönes Let's Play. Also das haben wir sowieso, weil ich es kommentiere. Okay. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Dieses Spiel ist übrigens auch echt nicht leicht, ne? Das wollte ich auch mal dazu sagen. Dieses Spiel wird später noch richtig schwer. Gut, also ich habe es schwer in Erinnerung. Und wir haben eine Socke gefunden. Also ich habe es schwer in Erinnerung. Ob es jetzt nun wirklich schwer war, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber ja. Wo muss ich denn hin? Gibt's hier sonst noch? Oder was? Da war nur die Socke jetzt das Relevante. Kann schon sein. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Meine Stimme ist irgendwie gefickt. Ich habe keine Ahnung warum. Liegt vielleicht daran, dass ich gestern Abend die ganze Zeit am Bibi-Video geschnitten habe. Auf meinem, für meinen Zweitkanal. Aber gut. Dann haben wir jetzt 50 glänzende Objekte und kommen in unserer Unterhosenkabine. Ja. Gut. Und hier ist ein goldener, Dings. Pfannenwender. Dies ist ein goldener Pfannenwender. Goldene Pfannenwender werden benötigt, um Gebiete in Bikini Bottom freizuschalten. Genau. Und das ist für mich die 100%. Die goldenen Pfannenwender alle zu sammeln. Ja. Kann man vergleichen mit Sterne aus Mario 64 oder Sterne aus Mario Galaxy oder so. Versteht man schon. Gut. Und man braucht einen goldenen Pfannenwender, um die Wohnung zu verlassen. Kennt man ja. Und damit raus geht's.
raus in die Welt. Bikini Bottom. Ah, es gibt nichts Schöneres als die Geräusche der Nachbarschaft. Geh weg, SpongeBob. Du störst mich beim Denken. Erinnert mich an eine Freundin von mir. Also, die sagt auch mal, geh weg! Versuchst du wieder das Rezept für die Krabbenburger zu stehlen, Plankton? Damit kommst du nicht durch. Ach Mann. Wenn ich mal immer so gechillt drauf bin, ne? So da la 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 la. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss einen Weg finden, den Abfalleimer von den Robotern zurückzuerobern. Woher kamen sie? Woher? Nun, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls nicht von mir, das ist sicher. Sie erschienen ganz plötzlich und fingen an, mich zu beschimpfen und mit Sachen zu werfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Oh mein Gott. Ich liebte sie wie meine Kinder. Das ist ja furchtbar. Wirst du mir helfen, sie auf... Nein, nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich. Aber halt, ich muss ja noch goldene Pfannenwender einsammeln. Goldene Pfannenwender, ja? SpongeBob, wenn du mich zurück zum Abfalleimer bringst, gebe ich dir einen Eimer voll goldener Pfannenwender. In deinen... Gut, abgemacht. Ich glaube, Plankton wollte noch sagen, in deinen Träumen. Ich dachte aber, der Dialog ist schon vorbei, darum habe ich weitergesprochen. Gut, also helfen wir Plankton zurück in seinen Abfalleimer zu kommen, denn bekanntlich kann man ja Plankton immer vertrauen, ne? Gut, putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Aber erstmal gucken wir uns natürlich um eine Socke. Hey, Patrick. Schöne Socke. Welche Socke? Auf der du draufstehst. Oh, diese da. Ich habe sie verloren. Nun, wenn du diese Socke verloren hast, wo sind dann die anderen? Ich habe mehr verloren. Roboter haben mir meine gesamte Sockensammlung gestohlen. Kenn ich. Hilfst du mir, sie wiederzufinden? Aber natürlich, Patrick. Wozu sind denn beste Freunde da? Ja, um Socken zu sammeln. Danke, SpongeBob. Für 10 Socken bekommst du jeweils eine goldene Socke von mir. Pfannenwände. Gesundheit. Ja. Gut, dann haben wir schon 2 und ja, damit weiß man auch, die Pfannenwender gehören auch dazu, weil für die Pfannenwender bekommen wir auch goldene. Für die Socken bekommen wir auch goldene Pfannenwender. Kein Geld bedeutet keine krosse Krabbe mehr. Keine krosse Krabbe bedeutet kein Burgerbraten mehr für dich. Nie mehr Burgerbraten. Aber weil du ein so guter Arbeiter bist, werde ich dir helfen und natürlich noch einen Profit daraus schlagen. Ich tausche goldene Pfannenwender gegen einige dieser glänzenden Objekte. Das würden sie tun? Aber selbstverständlich. Außerdem sind diese glänzenden... Ja, du hast nicht genug glänzende Objekte, Mini. Gut. Aber die labern auch ganz schön viel, ne? Direkt mal am Anfang. Putz. Oh, da gibt's einen goldenen Pfann. Drück. Ach ja. Gut, dann gehen wir mal schnell da hoch und holen uns da nochmal den goldenen Pfannenwender. Putz. Schnell. Mann, die Zeit läuft ab. Warum läuft denn die Zeit weiter, wenn da so eine Sequenz ist? Meine Güte, das Spiel ist so scheiße. Nein, Spaß. Natürlich ist das Spiel auch wieder für die PlayStation 2. Aber gut, das muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Alle großartigen Spiele sind auch für die PlayStation 2. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Okay. So, das Blubberfreund, zu dem gehen wir aber jetzt noch nicht. Erst gehen wir nochmal zu Thaddäus und dann geht's auf in den Quallenfelder. Zuerst haben mir diese dummen Roboter ein entspannendes Schlammbad vermiest und nun kommst du. Was soll das denn heißen? Kann noch schlimmer werden? Hallo? Tut mir leid, Thaddäus. Patrick und ich spielten ein Spiel und... Ah, ich korrigiere mich. Ich hätte wissen sollen, dass ihr beide mit diesem Roboterproblem zu tun habt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Thaddäus. Wie kann ich es wieder gut machen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt? Das würde mir schon sehr helfen. In eine andere Stadt ziehen. Ich lach mich weg. Aber ernsthaft, spring einfach nur wie ein Idiot herum. Das würde mich amüsieren. Na klar doch! Yeah! Spaß!
Yeah. Thaddäus will unterhalten werden. Cool, das Leben ist schön. Wir feiern uns alle ab. Okay. Hör auf, herumzuspringen. Verschwindest du endlich, wenn ich dir diesen goldenen Pfannenwender gebe? Ja. Siehst du, Thaddäus? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Gut, damit hätten wir das schon mal abgearbeitet. So, das war jetzt vielleicht nicht das Spannendste, ich gebe zu, aber wie schon, wenn ich wirklich vorhabe, einen 100% Run zu machen, dann gehört das dazu. So, und damit geht's auf in den Quallenfeldern, die gleich da vorne sind, aber das ist so weit darum. Taxi! Ach ja, das Spiel, das ist schon cool. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Quallenfelder. An dem man Mutter Natur noch ganz direkt spüren kann. Was leider nicht immer gut ist, wie man gleich sieht. Oh mein Gott. Thaddäus! Da sind sie. Thaddäus, bist du okay? Nein, ich bin nicht okay. Sieh vielleicht okay aus? Siehst besser aus als sonst. Nun, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich hatte schon immer eine Glatze. Aber nun bin ich übersät mit Stichen. Also, nach dem Handbuch für Quallenfischer kann man Quallenstiche am besten mit dem Gelee des Quallenkönigs behandeln. Quallenkönig? Ich schätze mal, dass du dich nun zum Quallenberg aufmachst. Und ja, das werden wir auch machen. Meine Güte, die labern noch mal viel, ne? Also, ich will das Let's Play nicht ewig in die Länge ziehen. Da oben müssen wir hin. Da ist nämlich der Quallenkönig. Und er hat Quallengelee für Thaddäus. Und vielleicht auch goldene Pfannenwände für uns. Gut. Und damit sind wir in den Quallenwäldern, wie der Erzähler uns sagen würde. Okay, gut. Dies ist Go. Okay, SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Daher sollte es, was ist denn jetzt los? Sollten sie sich von dem Go fernhalten? Okay. Ist Go ein Bestandteil der Serie? Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Dies ist ein Teleport-Karton. Ja. Zur Erklärung. Jetzt passiert nichts, wenn ich da reinspringe. Aber wenn ich den anderen Teil von dem Teleportkarton geöffnet habe, der ist irgendwo da oben oder so, dann kann ich mich von Karton zu Karton porten. Was echt angenehm ist. Die Musik ist so chillig. So, mal nochmal eine Qualle fangen. Bam, bam, bam. Okay, da brauchen wir 125 glänzende Objekte, aber wir haben ja jetzt schon 160. Aber nach vorne gucken wir nochmal, weil ich glaube, da ist eine Socke für Patrick. Und 10 Socken brauchen wir ja für den ersten goldenen Pfannenwender. So, Boots! Ja, das ist so ein chilligeres Projekt. Wo man ja auch mal nebenbei immer ein bisschen über Themen reden kann und so. Was ich auch gleich mal machen werde. Und zwar Bibis neuen Song. Für alle, die sich... Da unten ist auch nochmal. Kriege ich den eigentlich, wenn ich da einfach runterspringe? Soll ich es machen? Nee, ich lasse es einfach mal. Für alle, die es nicht bemerkt haben, was ich nicht denke, aber Bibis Beauty Palace, eine YouTuberin mit 4 Millionen Abonnenten, hat einen Song gemacht, der so derbe schlecht ist, dass er jetzt schon über 1,2 Millionen oder vielleicht schon 1,3 Millionen Dislikes hat. Nach 24 Stunden, das ist gut. Also, das Gegenteil von gut, also schlecht. Ja, gut. Ja. Diese Muschel musst du füttern, bla bla bla. So verläuft mein Schulweg auch immer. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja so einer, ich sag so, ja. Ich gönne niemanden Hate, aber dem Song gönne ich das. Sag ich mal. Also, Bibi gönne ich den Hate nur teilweise, aber den Song zu 100%. Also wirklich, der hat so verdient, der Song ist so schlecht. Nicht, dass der für Kinder ist, dass mich das stört. Der Song, der ist halt einfach...
Das hört sich einfach furchtbar an, okay? Und da allein, dass der für 4,99 verkauft wird und man den noch vorbestellen sollte, obwohl man nicht weiß, wie Bibi, was Bibi kann, und zwar nichts. Aber man merkt halt so bei Leuten wie ApoRed und so, ey, Musik funktioniert ganz gut, ja, dann kann man das ja auch mal machen. Und dann macht sie das halt und dann, ja. Also meine Meinung ist so, ja, macht Musik, mir Wayne. Aber wenn ihr es verkauft, dann muss es auch gut werden. So, Punkt. Meine, wenn sie das nicht zum Verkauf gemacht, zum Verkauf bereitgestellt hätte, ne, wäre es kein Thema. So, wäre es mir total egal. Aber nee, für 4,99, nee, komm. Halt die Fresse, Bibi. Böse gesagt, tut mir leid, kinderfreundlich, ich meine familienfreundlich muss ich ja sein. Da vorne ist eine Socke, wie komme ich denn da ran? Ah, ich weiß schon, hier ist so ein... Ja, gut. Ich weiß schon. Er fühlt sich wie ein neuer Schwamm, weil er eine Unterhose gesammelt hat. Alles klar, okay. Ist okay. Oh, hier müssen wir aufpassen. Ach ja, SpongeBob, der chillt auch einfach mal durch, ne? Ich hoffe... Okay. Ich hoffe, dieses Spiel ist irgendwie spannend zuzugucken, weil... Ja. Also, zum Spielen selber macht's Spaß, aber... ich glaube, das... Wow. Also, so zum Spielen selber macht's Spaß, aber ich weiß nicht, ob es zum Zugucken Spaß macht. Also, ich denke mal, wenn man das Spiel nicht kennt, dann könnte es cool sein. Wenn man es kennt, dann... Aber mal gucken. Also, ich sag mal so, ab Part 3... Oder Part 2, weil ich mache die Parts ja mal ganz lang. Also auch der erste Part wird wieder ziemlich lang. Also auf jeden Fall über eine Stunde, würde ich mal denken. Weil ich möchte dieses Spiel in 6, 7, 8 Parts abschließen. Also ich möchte auch nicht lange feilen eigentlich. Also so wie ich es auch bei Crash gemacht habe. Oh. Cool. Da gehen wir direkt mal hin. Dies ist ein Bungee-Haken. SpongeBob kann von hier einen Bungee-Sprung ausführen. Spring einfach an den Bungee-Haken, um einen Bungee-Sprung auszuführen. Drücke X, bla 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 bla. Gut. Ja, kennt man ja aus einer Folge von SpongeBob. Fragt mich nicht, wie sie heißt, denn ja, ich weiß das alles nicht, aber ich kenne das aus einer Folge. Und jo! Yeah! Boah, das habe ich als Kind so abgefeiert. Yo! Okay. Und damit haben wir einen goldenen Pfannenwender. Cool. Dum, dum, dum. Knopf drücken. Drück, 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 drück. Ach ja, dieser stumpfe, dumme Humor. Ich finde sowas cool. Gut, der Hintergrund sieht jetzt nicht so gut aus, gebe ich zu, aber... Ja. Ey, da hinten sieht man noch den Abfalleimer. Sieht man... Ah ne, Quatsch. SpongeBobs Haus müsste dann da sein. Da ist sogar die Stadt, da kommen wir später sogar noch hin. Ja, tatsächlich, da ist SpongeBobs Haus. Krass, 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 krass. Okay, cool. Relativ... Ja, ich will jetzt nicht sagen detailgetreu, aber ist schon okay. Kann man mal so hinnehmen, ne? Das ist so einer, der hatte Mario Kart verloren, das sieht man richtig. Der hat in der letzten Runde einen Stachy abbekommen. Butz! Nicht mit mir. So, geht's dir besser? Hä? Geht's dir besser? Geht's dir besser? Geht's dir besser? Los, wir machen jetzt Sit-Ups. 1, 2, 3. Okay, gut. Also ich werde jetzt hier nicht alles bis zum geht nicht mehr untersuchen. Ich möchte hier schnell durchgehen.
Aber wie schon, also ich werde den, ich kann mich ja an das meiste sowieso noch erinnern, ne? Aber den größten Teil werde, also daher kann ich den größten Teil direkt mitnehmen und das werde ich auch einfach, weil wenn ich das zu 100% durchspielen möchte und das entscheide ich so kurz vor Ende, dann muss ich halt nur alles neu machen und das will ich auch nicht. Und selbst wenn das dann keine 100% sind, dann kann man halt sagen, gut, er hat trotzdem viel mitgenommen. Ich muss ihn nicht tot disliken. Ja. Bam, 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 bam. Ja, die Roboter sind ja jetzt noch nicht so schwer, keine Sorge, aber später, später werden die, ja nicht schwer, aber können wenigstens was. Okay, muss ich jetzt lang, dann muss ich jetzt da lang, ne? Und wo geht's denn hier hin? Oder geht's hier weiter? Weil weiter möchte ich eigentlich noch nicht. Nein, hier geht's weiter. Okay, da möchte ich noch nicht hin. Weil ich weiß, da oben gibt's erstmal eine Kiste. Oder bringt mich der Weg hier zur Kiste? Na, wir gehen erstmal nach da hinten rum. Ach nein, hier war nur das Bowling. Ah, okay, okay. Ey, da ist auch noch was. Oder sind hier nur die glänzenden... Ja, okay, gut. Hier können wir noch nichts machen. Also hier können wir später was machen, darum... Kein Ding. Bam, 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 bam. Dum, 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 dum. So. Und Boots. Oh, komm, scheiß drauf. Wir wollen jetzt hier nicht nach glänzenden Objekten. Dieses Go kennen wir schon. Wir wollen jetzt hier nicht zwanghaft nach glänzenden Objekten suchen. Ich meine, wir haben jetzt schon 600. Das ist viel, muss man sagen. Ich glaube, am Ende braucht man irgendwie 15.000 oder so war das. Also gar nicht mal so viel. Vielleicht verschätze ich mich jetzt auch einfach nur und das sind brutal viel. Warum bin ich da jetzt eigentlich hingegangen? Da ist doch nur ein glänzendes Objekt. Warum machen die überhaupt ein glänzendes Objekt so schwer? Hm, egal. Na gut, da war noch eine Unterhose, aber... Hm. Tod für Unterhose? Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Aber gut, dann kommt eine Bibi und verkauft ihren Song für 5 Euro. Ob sich das lohnt, frage ich mich eher. So, hier nehmen wir die glänzenden Objekte direkt mit. So. Hier noch eine Socke mitgenommen. Das habe ich übrigens gerade gemeint, als ich da hin wollte. Da oben ist noch was. Ah, okay. Da habe ich gerade, als ich da unten war, habe ich ja gemeint, dass ich da hinten noch hin will. Und ja, jetzt weiß ich, wie man da hinkommt. Und ihr auch. So, und hier haben wir unseren Teleportkarton. Jetzt können wir zurück zum Anfang. Das wollen wir nicht. Ich wollte es euch nur zeigen. Yay! Du, 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 du. Diese Maschine ist ein Duplikation. Ein Duplikator-Dingsbums. Ja, erklärt sich von selber. Der erschafft diese Viecher hier. Darum müssen wir den immer relativ fix töten, weil sonst. Warum wurde ich jetzt getroffen? War die Explosion so lange aktiv, oder was? Damit haben wir einen goldenen Fangwender. Ja, den sollte man schnell wieder... Den sollte man schnell wegklatschen, einfach sonst... Ja, macht er... Sonst erschafft er ganz viele Roboter. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ihr seid ja nicht alle geistig behindert. Hoffe ich. Hallo, Mr. Mystery Man LP. Willkommen. Wow, mehr zurück. Frau Mann. Ich habe alle deine Comics und Spielzeuge. Was? Oh ja, es ist dieser Spaß. Schwammjunge. Ich wollte dir gerade sagen... Patrick. Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Oh nein, ich glaube, es hatte etwas mit meiner Fußmassage zu tun. Wenn nur das Massieren deiner Füße Patrick retten kann, dann muss ich sie eben massieren. Ja, viel Spaß. Hilfe! Sie bringen mich dazu, mich selbst zu schlagen. Deine Füße zu massieren funktioniert nicht. Ich sollte es wohl etwas direkter versuchen. Gott sei Dank haben sie diese Szene ausgeblendet. Indem du meine Zehennägel schneidest? Ich komme, Patrick! Gut. Hier den Karton aktivieren. Und ich lese gerade, ich mag den Game Boy Advance Teil mehr. Nein! Ja, keine Ahnung, ich habe den Game Boy Advance noch nie gespielt, aber... Einfach weil ich den PlayStation 2 Teil von meiner Kindheit kenne, spiele ich den. Ich hoffe, das ist verständlich. So, hier jetzt rechts hoch! Ja, übrigens, Surfen auf der Zunge mache ich auch immer, ne? Wollte ich nur mal erwähnen, aber hier jetzt rechts hoch, weil da gibt's eine Socke. Gut, hätten wir die jetzt nicht mitgenommen, hätte ich mich geritzt. So, und ich glaube, da oben gibt's auch noch mal was.
Nein, nicht mitgenommen. Okay, nochmal versuchen. Woo! SpongeBob, beste Erfindung. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber ich akzeptiere deine Meinung. Aber mal jetzt mal Real Talk, ne? Was hat SpongeBob für eine große Zunge, Alter? What the fuck? Also die ist ja wirklich brutal groß. Und hier direkt noch eine Socke, okay? Ich dachte eigentlich, das ist ein goldener Pfannenwender, aber nee, dem ist nicht so. Und hier kriegen wir zum einen coole Mucke geboten. Und vor allem sind hier mehrere von diesen Duplikationsroboter oder wie die hießen. Ja, die müssen wir ganz schnell töten, weil sonst spawnen die 1000 Roboter. Bam, 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 badim, 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 badim. Tschüss, Schalter aktivieren, weil Schalter sind toll. Sagt SpongeBob ja auch schon, drück, 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 drück. Okay, tschüss. So. Weggeklatscht. Easy, 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 easy. Okay, wo ist denn noch ein Roboter? Haben wir schon alle? Oder einer muss ja noch sein, sonst... Ah, da vorne. Aufpassen. Wutz. So. Nicht mit SpongeBob. Wollte gerade SpongeBoss sagen, aber nee. Da sind wir in einer Neuzeit angekommen. Das passierte, als die Sache mit Nickelodeon zu kindisch war und es mit Spielen nicht mehr lief. Dann hat er sich eine Sonnenbrille aufgesetzt und hat gedouble-timed. Und krasse Texte rausgehauen. Und so kennt man ja, ne? Hey, SpongeBob. Hi. Gott sei Dank bist du in Sicherheit, Patrick. Natürlich, SpongeBob. Warum auch nicht? Nun, die Roboter und... Die haben dich doch gezwungen, dich... sich. Die haben dich doch gefrungen... Gefrungen, sag mal, bin ich heute... Die haben dich doch dazu gezwungen, dass du dich selber schlägst. So, das wollte ich sagen, meine Güte. Oh ja, ich habe das für dich gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht wichtig aus. Oh. Danke, Patrick. Ich kann dir sagen, diese ganze Rennerei hat mich ausgelaugt. Warum machst du nicht ein bisschen für mich weiter? Okay. Und ja, man spielt ähnlich wie bei Crash Twinsanity nicht nur den Hauptcharakter, sondern auch andere. Und zwar Patrick und ja, noch jemanden. Aber dazu möchte ich euch nicht spoilern. Yeah, Patrick! Mit denen sammeln wir auch gleich mal wieder seinen eigenen Pfannenwender ein. Warum hat er den jetzt da hingelegt? Weil er hat ihn noch wieder... Ach, egal. Interessiert uns nicht. Ja, das ist schon heftig cool, dass man jetzt Patrick spielt. Gut. Das ist eine Wurffrucht. Ja. So, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her, gib her. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Gut. So, die können wir aufheben. Das kann nur Patrick. SpongeBob kann das nicht. Und... Charakter Nummer 3 auch nicht. Das kann nur Patrick. Patrick schlägt mit seinem... Halt doch mal die Klappe. Patrick schlägt mit seinem Bauch. Butz. Kann man mit dem reden? Nein. Genau, hier ist eine Bushaltestelle. Ah. Best Story. Ich bin gefangen von Roboter. Wo keine Roboter da sind. Ja. Die Story geht halt ab, ne? Ne, auf jeden Fall, an der Bushaltestelle kann man... die Charaktere wechseln. Aber SpongeBob brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Patrick. Das war jetzt nur mal kurz zur Demonstration. So, werfen wir es rüber, weil mit der Melone können wir, glaube ich, nicht springen. Brauche ich jetzt erstmal nicht ausprobieren, weil so funktioniert es auch. Patrick hat einen guten Wurf drauf. Ich glaube nicht, dass ich eine Melone so weit hätte werfen können. Aber naja, Patrick ist halt ein großer, starker Junge. So. Dum, 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 dum. So, das sind Donner-Tickies, die explodieren nach einer Zeit, wenn man in ihrer Nähe gegangen ist. So. Werfen wir den mal hin. So, dich auch für glänzende Objekte. So, du hast ab. 1500, damit lässt es... Okay. Pass auf, wo du hingehst. Willst du, kleiner Licht? Redet mit mir. Oh, mächtiger Felsen, ich bin dein Diener.
Hier unten, du großer rosa Klops. Du kleiner, grüner oder blauer Hampelmann. Oh, hallo Plankton. Pack meine Punchlines aus. Willst du mich heute verdampfen? Nichts würde ich vergasen. Hat er nicht gesagt. Leider befinde ich mich in der unglücklichen Lage, dass ich auf deine Hilfe angewiesen bin. Na? Ich war gestern in einer unglücklichen Lage und nun tut mein Nacken weh. Höre nun meine Worte, mein großer Hund. Oh, der labert mir zu viel. Ich glaube, alles, was er jetzt gesagt hätte, das hätten wir auch selber herausgefunden, darum. Wayne. Also tut mir leid, die ganzen Dialoge sind teilweise echt unnötig. Also nicht alle, aber viele. Meine, viele sind auch davon lustig, davon abgesehen. Aber jetzt war es mir gerade ein bisschen nervig. Und ich möchte ja in dem Part was schaffen. Vergiss nicht, dass Patrick eine Wurffrucht werfen kann. So. Werfen! Boah, was war das denn gerade für eine Stimmlage? Werfen! Okay, gut. So, da vorne. Kannst du die Wurffrucht bis nach da hinten werfen? Das würde mich. Okay. Das würde mich mal interessieren. Probieren wir es aus. Als ob. Ja, na klar. Na klar. Miep, ich mag Plankton. Ja, Plankton ist okay. Aufpassen. Auf. Oh, fuck you. Wenn ich mir jetzt einen Lieblingscharakter aus SpongeBob aussuchen müsste, ich glaube, ich würde sogar SpongeBob nehmen, so ganz oldschool. Klar ist Patrick so der lustige Charakter. Alter, wie weit wirfst denn du, Junge? Ich will doch nur, dass du da hinten rauf wirfst. Wozu ist hier gerade eigentlich die Wurffrucht? Nur für die Tickies da hinten? Alter, wer macht sich denn den Aufwand, um die da zu treffen? Ja, ich. Aber außer mir, naja, egal. Bin kurz weg, okay. Wow, aufpassen. Wie schon gesagt, ich zwinge keinen hier zu sein. Man kann sich das Ganze auch noch im hinterher angucken. Fuck. Hab jetzt gehofft, ich komme da nochmal durch. Los, ich habe nur noch eine Unterhose. Das ist auch ein schreckliches Leben. Schließlich muss Patrick SpongeBobs Unterhosen anziehen. So, wir wollen auf den explodierenden Donner-Tiki werfen. Den treffen wir aber natürlich nicht. Jetzt aber. Ja. Putz. Stacheln sind auch fies, ne? So, komm. Also den müssen wir uns jetzt gönnen. Patrick, kannst du auch die Melone einfach nur hinlegen oder so? Baba. Wirf mal bitte die Melone einfach so unter der Unterhose, weil ich brauche die Unterhose. Yeah! Das nenne ich Skill. So. Dann nehmen wir die Wurfmelone, schmeißen sie darauf und... Uns wird der Weg gewidmet. Ich bin heute ein bisschen sprachbehindert, tut mir leid. An alle, für die das dieses Video hier das erste Video ist, das, was sie von mir sehen. Ich bin nicht jeden Tag so drauf. So, gut. Werfen wir die Melone darauf. Springen hier hoch. Ba, ba, ba. Ab in die Ecke! Und dann werfen wir die Melone darauf. Und dann springen wir auf beide Melonen drauf und gehen hier hoch und aktivieren die Teleportkiste. Und Patrick surft nicht auf seiner Zunge, weil er hat nicht so eine monströse Zunge wie Herr Boss. Herr SpongeBoss. Nee, SpongeBoss heißt mit Nachnamen Gunshot, glaube ich, ne? Ja, gut. Genug zu diesem Thema. So. Tschüss! So, da vorne ist nochmal so ein Vieh. So, und hier muss irgendwo Eis sein. Da ist Eis. Eis, 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 Eis. Und damit sammeln wir direkt mal Patrick's Socke ein, die ich da gerade hinten gesehen habe. Okay, wir haben genug Zeit. Und Patrick gönnt sich hier. So, hier ist nochmal ein glänzendes Objekt. Und jetzt müssen wir uns schon lange wieder beeilen, weil das Eis taut gleich. So.
So, dann klatschen wir den mal weg, den Roboter da. Tschüss! So. Ah, aufpassen! So. Mal so eine Story zum Spielen, ne? Ich habe damals echt nicht gecheckt, warum die anderen Charaktere SpongeBobs Unterhosen angezogen haben. Ich habe nicht, gewusst. Also ich habe mir dann immer vorgestellt, dass, die sich die wirklich angezogen haben. Dann lag ich abends immer im Bett und dachte mir, ey, warum ziehen die SpongeBobs Unterhose an? Also das sind so Sachen, die ich mich wirklich gefragt habe, so. Und frage ich mich heute irgendwie immer noch. Oh, so, du willst also diese Masche hier. So, wir müssen den jetzt hochheben. Das geht nämlich auch, indem man einfach vorher einen Bauchklatscher macht. Putz. So, sammel schnell ein, damit wir keinen Schaden nehmen von der Explosion. Ja, ich habe mir wirklich immer gefragt, warum ziehen die SpongeBobs Unterhose an? Naja, ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Nicht kinderfreundlich. Also man macht hier einfach ein... Ey, das Plankton abgebildet. Bei den Kreis da. Man macht einen Bauchklatscher und dann wirft man sie weg. Auf jeden Fall, das ist halt einfach nicht kinderfreundlich, ne? Muss man sagen. Dass hier einfach drei Unterhosen... nee, dass einfach drei Charaktere die gleichen Unterhosen anziehen. Und zwar viereckige. What the fuck? Ahoi, SpongeBob. Thaddäus hat mir erzählt, dass du den Quallenkönig suchst. Ich bin zwar nicht SpongeBob, aber... Ja. Sehr gut. Dieses Monster hat all meine Kunden gestochen. Ich hörte, dass du ihn auf der Spitze des Quallenberges finden kannst. Bring dieses Biest zur Strecke, Minion. Fick ihn weg. Okay, Mr. Krabs. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warum sagt er eigentlich Minion und SpongeBob und so? Ist das jetzt einfach nur ein Spielfehler oder... Na, egal. Ein neuer Gegner. Okay, der will Stress. Alter, was hast denn du für ein Aim, Junge? Nicht mit Patrick. Der rammt jeden mit seinem Bauch weg. Ne? Yeah, mein Fan. Haha, der dance sogar. Der dance sogar ab. Okay, cool. Ist tatsächlich mein Fan. Bam, bam, bam. Da, nein, da ist noch eine Unter... Okay, gut, haben wir noch bekommen? Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder zu leise. Nein, weil ich weiß gerade nicht die ganze Zeit, soll ich jetzt näher ins Mikro, weiter weg. Naja. Wenn der Part im Endeffekt scheiße ist, dann weine ich einfach und ihr müsst mitleben. Cool. Hallo, Mrs. Puff. Hallo, Patrick. Ich habe einen Job für dich. Oh, toll. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter haben ihn mir gestohlen und ins Wasser geworfen. Wenn du ihn zurückbringen kannst, wäre ich überglücklich. Ich kümmere mich drum, Mrs. Puff. Ja, hilfsbereiter Mann, dieser Patrick, aber gut, wir bekommen ja auch eine entsprechende Belohnung. Dann machen wir das mal. War glaube ich gar nicht mal so leicht. Also ich habe das schwer in Erinnerung. Also man muss eigentlich nur Bauchklatscher ausführen bei jedem Ding und dann diese Dinger da abwerfen. Mich hat diese Beschreibung damals so verwirrt, ne? Der Funwender ist ja ins Wasser gefallen, hat sie gesagt, und wir sollen ihn rausholen. Ich bin dann immer im Wasser gesprungen, wollte ihn rausholen, so. Ist ja auch irgendwie verständlich. Meine... Warum muss ich jetzt auf einmal... Warum muss ich jetzt auf einmal die Dinger da abwerfen? Naja. Ja, jetzt geht das Wasser runter. Und wir kommen an den Pfannenwender, der gerade im Wasser war. Wie schon gesagt, damals bin ich halt einfach im Wasser gesprungen. Ist ja auch irgendwie verständlich, dass ein Kind das macht. Okay, diskriminiert mich nicht. Ich frag mich, was passiert, wenn sie SpongeBob trifft. Das werden wir im Laufe des Let's Plays noch erfahren. Keine Sorge.
Ba-da-ba-ba-ba. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, einfach nur da, wo wir gerade waren. Okay. Ey, Mrs. Buff, wir haben geregelt. Ah, können wir jetzt herausfinden sogar, was passiert, wenn SpongeBob auf Mrs. Buff trifft? Du bist ein richtiger Star. Kann ich einen Keks haben? Nein, Patrick. Du kannst aber was anderes von Mrs. Puff haben. Okay, gut. Nein. Ja, jemand wollte wissen, was passiert, wenn SpongeBob auf Mrs. Puff trifft. Finden wir es heraus. Sag mir bitte, dass du nicht gefahren bist. Na doch, in gewisser Weise mit dem Bus. Natürlich nicht, Mrs. Puff. Ich habe doch noch keinen Führerschein. Mhm. Oh gut, dann war es nur ein weiterer Albtraum. Ey, Mrs. Puff sieht aber auch so ein bisschen verstört aus, muss man sagen, ne? Die arme Frau. Ja, das passiert, wenn man Mrs. Puff mit SpongeBob anspricht. So, das sind Pstickies, heißen die, hat man, glaube ich, gesehen. Gut, wenn man sich denen nähert, dann verschwinden die, weil die haben halt einfach Angst. So, aber man muss sich ranschleichen. Und das kann man, wenn man den C-Stick ganz langsam bewegt. Das wird im Laufe des Spiels noch sehr relevant. Aber gerade für diese Tickies ist das auch sehr nützlich. Klappt das eigentlich auch bei... Nein. Ich wollte gerade wissen, ob man sich auch bei an Robotern anschleichen kann, aber nö. Was willst du, ey? Was lachst du hier, Junge? Glaubst du, kannst dich hier mit Sponge zu dem Bob anlegen, oder was? Okay, hier ist noch meine Unterhose. Nehmen wir natürlich mit. Ja, jetzt geht das Spiel ja schon ein bisschen mehr ab. Oh, so hart, dass ich hier gleich richtig auf die Fresse bekomme. Bam, 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 bam. Junge, Alter, was willst du, Alter? Ich pack gleich meine Sonnenbrille aus und dann mache ich einen Diss, der über eine halbe Stunde geht. Ey. Kann mal jemand im Laufe des Let's Plays mitzählen, wie viele SpongeBoss-Anspielungen es von mir geben wird? Badabam. Also ich meine, er bietet sich auch an, ne, in so einem Let's Play so ein bisschen Scherze darüber zu bringen. Lenkseifenblasen-Move beherrscht. Ah ja, das ist ein Move, den man erst sehr viel später lernt. Den braucht man hier. Und den besitzen wir noch nicht. Vielleicht werde ich es euch irgendwann zeigen, wollte ich sagen. Aber ich werde es euch definitiv zeigen, was das für ein Move ist, weil den braucht man sowieso zum Abschließen des Spiels. Bam, bam, badabam, bam, bam, badam. Okay. Ich überlege die ganze Zeit, wie lange ich den ersten Part machen will. Also beziehungsweise, was ich im ersten Part schaffen will. Auf jeden Fall möchte ich die Quallenfelder abschließen, das ist keine Frage. Aber ich frage mich, ob ich dann auch noch zum nächsten Gebiet gehe. Mal gucken. Mal gucken. Also wenn der Part dann schon 1,5 Stunden geht, dann höchstwahrscheinlich nicht mehr, aber ja. Also auf 2 Stunden möchte ich sehr, sehr, sehr ungerne kommen. Ja, dieses Einstein-Tiki ist nicht normal, Move zerstört. Ja, das ist, der kann, glaube ich, auch nur mit dem Seifenblasen-Move zerstört werden. Oder mit den, genau, oder mit den explosiven Tikis. So, die glänzenden Objekte lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Wow, ganz, ganz, sag mal, schimmer dein Leben, du Affe. Du Affe. Oh, hier müssen wir sogar schnell machen, denn da ist so ein Assi, der diese Dinger da die ganze Zeit respawnt. Was willst du? Alter, was willst du? Ah, oh, das war knapp. Na, 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 na. Oh, da ist ein glänzendes Objekt, ein wertvolles glänzendes Objekt. Bam, 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 bam. Nein! Das war so dumm von mir. Das war so unfassbar dumm von mir. Soll ich den mitnehmen? Ach komm. Na los, nimm noch mit. Ja! Okay. Dafür springe ich halt auch einfach mal ins Wasser. Ja, hallo! Okay, gut. Bam, 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 bam. Gut.
gut. Zweiter. Oh, 2000 auf viel, ne? Ich meine, gut, wir haben 3700. Ist kein Problem, aber 2000 ist schon viel, ne? Ja, ich guck mal, ob wir ins nächste Gebiet gehen. Wenn dieser Part über eine Stunde und 10 Minuten geht, dann werde ich nicht nochmal ins nächste Gebiet gehen, aber ja, unter eine Stunde und 10 Minuten, dann können wir mal das nächste Gebiet anfangen, ne? Butz! Butz! So. Nicht mit Sponge zu dem Bus, Bruder. So, hier ist nochmal so ein kleiner Honk. Tschüss. Aber wir müssten noch bald bei den Quallenkönig sein. Oder? Ja, weit ist es auf jeden Fall nicht mehr. Hi. Boah, ich werde in diesem Let's Play so oft mitsingen, weil diese Musik, die macht halt so krass gute Laune teilweise. Aber ich möchte natürlich nicht nur singen, ihr wollt mich auch nicht singen hören, weil ich nicht singen kann. Und ja, wir sind ja bei einem Let's Play und nicht bei einem Let's Sing. Ja gut, Let's Play. Let's Spiel heißt auch nicht Let's Talk. Ja gut, ich laber schon wieder Scheiße, tut mir leid. Ja, okay. Sagt er, ich möchte dich nur singen und fängt an zu singen. Warum ist hier Klopapier? Okay. Okay. Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Nein! Oh, sag mal, wie geistig behindert bin ich eigentlich? Als ob! Doch, Gott sei Dank. Ich hätte so keinen Bock mehr gehabt, jetzt nochmal hier hochzulatschen. Aber gut, alles gut. Gott sei Dank haben wir die Teleportkisten. 2000 haben wir schon wieder. Ja, siehste. Glänzende Objekte gibt es ohne Ende. Da können wir wieder zu Patrick wechseln. Ich frage mich aber wieso, weil hier brauchen wir eh wieder SpongeBob. Oder braucht man für eine Socke oder so, Patrick? Hm. Ich meine, hier waren ja noch ordentlich viele Ice Cubes, ne? Muss man sagen. Vielleicht braucht man noch für eine Socke oder so, Patrick? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist ja hier auch nochmal eine Socke. Also eine Socke werden wir bestimmt noch finden, oder? Kann auch keiner was erzählen. Und vergesst, was ich gesagt habe. Man braucht insgesamt 15.000 glänzende Objekte für Mr. Krabs. Ich glaube mittlerweile, wir brauchen 100.000 oder so. Weil wir haben ja jetzt schon 2.000. Wir sind am Anfang des Spiels. Ja. Vergesst, ich habe Quatsch geredet. Ich wusste nicht, dass man noch so viele glänzende Objekte bekommt. Gut. Bin ja eigentlich so ein Mensch, ich neige gerne mal dazu zu übertreiben, aber diesmal habe ich deutlich untertrieben. Warum ist hier ein goldener Pfannenwender? Warum ist hier ein goldener Pfannenwender? Ich meine, ich nehme ihn gerne mit, ne, aber der ist jetzt nicht nötig eigentlich. Quallenkönig! Wir sind fast da, liebe Freunde. Und dann besorgen wir was wollten wir eigentlich nochmal besorgen? Irgendwas für Thaddäus, ne? Irgend so ein Schmerzmittel oder so. Naja. Blubberfreund! Bist du hier, um mir zu helfen? Psst, nicht so laut. Der Quallenkönig befindet sich am Ende dieses Weges. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ach, ernsthaft. Danke, Blubberfreund. Ich brauch kein Glück. Ich klatsch den weg, Junge. Ich mach den so fertig, dass der sich nicht mal mehr traut, das Bett zu verlassen. Er hat uns bemerkt. Der Kampf geht los. Der ist wie ich. Guck, der singt auch die ganze Zeit. Wow. Der singt auch die ganze Zeit. Ich dachte, der Strahl geht jetzt nicht bis hier hinten, aber gut, scheinbar doch.
Wieder ein Hust-Hust-Schwamm. Okay. So, jetzt gibt's auch die Fresse. Nein, gibt's nicht, weil ich habe mich doof angestellt. Egal. Du bezwingst mich nicht, Quallenkönig. Deine Tage als König sind gezählt. Okay, erster Treffer. Oh, jetzt hat er ein paar Quallen ausgeschissen. Na, das macht mir nichts. Die Quallen können mich mal. Du wirst sterben, Quallenkönig. Wow, gerade noch gesagt, die Quallen können nichts. Von wegen, die machen mehr Ärger als der Quallenkönig selber. Trotzdem war's das. Und ja, wir brauchten wirklich Quallengelee für Thaddäus. Sag ich doch. Du hast den Quallenkönig besiegt. Kehre zu Thaddäus zurück, um deine Belohnung zu erhalten. Hier sind auch nochmal glänzende Objekte. Es glänzt. Und damit, auf zu Thaddäus. Okay, gut. Wir wollen nicht übertreiben, ne? Ich werde jetzt hier mal nicht cheaten und irgendwo runterspringen. Ich werde mal den normalen Weg nehmen. Fuck, wir haben vergessen, die Teleportkiste zu aktivieren. Fuck. Weil am Ende gibt es... Also es kann mir egal sein, wenn ich es jetzt schaffe. Aber am Ende gibt es einen goldenen Pfannenwender. Und hätten wir den jetzt nicht bekommen... Dann, ja, hätten wir ein Problem gehabt. Weil, wie schon mal, wir haben die Kiste nicht aktiviert und ja. Oder haben? Doch, wir haben die... Ah, okay, doch. Okay, gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Bin doch intelligent gewesen. Gut. Ich glaube, hier gab es noch keinen Boss-Musik. Ja, das stimmt. Gab es wirklich nicht. Ist mir auch aufgefallen. Finde ich auch ein bisschen lame. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein Bug war oder ob das Spiel wirklich keine Bossmusik hatte. Naja. Das war doch kein Problem, oder? Du kannst mit genug Verstand und natürlich Muskeln alles schaffen. Verstand stimme ich dir zu, aber... Naja, ne? Wenn man nichts anderes hat, dann... Naja, ne? Benutze dieses Sprungbrett, um zum Quallenfelden zu gelangen. Gerne. Und damit. Hi. Oh ja! Ja. Okay, Thaddäus. Ich tue alles für meinen besten Freund, Thaddäus. Soll ich dich einreiben? Was ist, wenn ich dir das hier gebe? Ich gehe. Ganz schnell. Und damit hätten wir das Quallenfeld abgeschlossen. Tatsächlich haben wir es sogar unter einer Stunde geschafft. Daher begebe ich mich nochmal ins nächste Gebiet. Yeah, cool. Der Part geht ganz lange. So, haben wir... Nein, wir haben keine 10 Socken, aber Mr. Krabs gibt mir doch bestimmt was, oder? Für so viele glänzende Objekte. Du hast nicht genug glänzende Objekte. Die Fresse. Spaß. Geld, geiler Spaß. Als ob, ey. Gut. 5 goldene Pfannenwender haben wir locker. Gut. Auf in die Innenstadt von Bikini Bottom, oder? Wollen wir am Strand? Haben wir genug? Ach, scheiß drauf. Wir müssen sowieso alles machen. Wir müssen nicht, aber... Wir machen erstmal alles. Daher auf in die Innenstadt. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine pulsierende Metropole. Nun eine im Chaos versinkende Stadt. Oh. SpongeBob! Die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen alle evakuieren. Quatsch. Gut, aber es wird eine Weile dauern, den ganzen Staub aufzusaugen.
Vakuum, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Sollen wir sie mit den Booten wegbringen? Ich klatsche einfach die Roboter weg. Das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Weil die Roboter alle Steuerräder gestohlen haben. Können wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, es gibt einfach zu viele Kurven. Diese Teufel, sie haben alles durchdacht. Keine Angst, Mrs. Puff. Ich werde die Steuerräder zurückholen. SpongeBob, immer wenn du helfen willst, habe ich Angst. Aber egal, solltest du es schaffen, werde ich dir einen goldenen Pfannenwender geben. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Nee, der goldene Pfannenwender ist okay. Netter Versuch. Aber zu viele Kurven? Irgendwie ja nicht, ne? Und außerdem können wir das Taxi nehmen. Bin ich auch mit hergekommen, aber gut. Dann nicht! Wenn du dich was für was Besseres hältst, du doofe Kuh! Okay. Ist Mrs. Puff immer so hektisch, fragt jemand. Wie schon gesagt, in diesem Spiel ist sie ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die ein bisschen zu viel Kaffee getrunken hat oder... Naja. Muss sie wissen. Gut, 11 Steuerräder müssen wir finden, sagt sie. Kein Problem für SpongeBob. Schwammkopf, aka SpongeBob Scumshot. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, verwandelt er sich in einen Schwammball. Bla bla bla. Yeah! Er ist balltastisch, ja, ganz genau. Gut. Genau meine Größe. Oh, okay, ich weiß schon, was zu machen ist. Komm her, Kanone. Oder du schießt dahin, wo ich bin. Gut, dann... Hier auch nochmal hin. Hier hin. Hallo. Oh, ist das dein Ernst? Hier. Okay, gut. Dacht gerade, hä? Gotta go fast, SpongeBob, Hashtag fast, oh. Aua. Ah, ich glaube, ich muss hochspringen, damit er hierher schießt, oder? Ja. Gut, und damit haben wir alle. Und wir müssen jetzt langsam mal aufpassen, weil wir haben noch 2 Unterhosen, oh Gott. Manchmal ist das simple Drücken eines Schalters das Wunderbarste. Drück. Ah, nee, hier ist noch was. Komm her, mein Süßer. Komm her. Oh, Junge. Wie nervig. Und es passiert nichts. Jetzt. Boots. Daneben. Boots. Yeah. Okay, das war jetzt ein Akt. Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Was hat SpongeBob gerade gemacht? Yee! Ey, wenn man stehen bleibt, dann macht SpongeBob voll die ekligen Dinge. Okay, muss er wissen. Yeah! Unser erster goldener Pfannenwender. Ich sag mal, ich möchte 2 Steuerräder, also jetzt noch 2, also insgesamt 3 Steuerräder und noch 3 goldene Pfannwender. Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben und dann beende ich den Part, weil, wie schon, ich möchte ja keine Überlänge haben. Ich meine, eine Stunde ist ja keine Überlänge, ne? Gut. So, mal gucken, was passiert, wenn wir den Knopf da drücken. Boots! So. Okay, ich verstehe. Wir müssen schnell sein. Los, SpongeBob! Yeah! Oh, nee. Oh nee! Das ist der nervigste Gegner im Spiel. Nein, nicht der nervigste Gegner im Spiel, aber einer der nervigsten auf jeden Fall. Grüß dich! Dieser Roboter heißt G-Love. Ach, juckt kein. Auf jeden Fall nudeln wir ihn weg. Putz! Warum ist er einer der nervigsten Gegner im Spiel? Er ist einfach nervig. So. Da oben ist eine Socke. Wie kommen wir denn daran?
Wie kommen wir denn an die Socke ran? Kommen wir, darüber kommen wir ran. Okay, da kommen wir später hin. Gut, hier, obwohl, kommen wir da jetzt schon hin? Kommen wir da jetzt schon hin? Immer erst umgucken, Kinder. Und das nicht nur in SpongeBob-Schwammkorb, sondern in jedem Spiel. Beziehungsweise das Spiel heißt ja nicht SpongeBob-Schwammkorb, sondern SpongeBob-Schlacht um Bikini Bottom. So. Bam! Ja, zeigt mir doch nicht. Ich weiß doch, was passiert. Oh, warum zeigt er mir an, was da jetzt abgeht? So, damit das aufbleibt. Das war wesentlich leichter als das gerade. Okay, ist wieder so eine Kanone. Die ignorieren wir mal eiskalt. Gleich werden wir die schon wegschlachten. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie schon. Guten Tag. Explodier mal bitte. So, vielleicht geht die Kanone jetzt kaputt. Nein. Was soll mir das bringen? Damit ich darüber komme oder was? Oh. Damit ich als Ball rüberkomme. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Oh, ich rieche eine Challenge. Eine gar nicht mal so leichte Challenge. Da ist noch ein glänzendes Objekt. Ich wüsste gerne, welche Farbe, welches glänzende Objekt. Ich glaube, es kommt nicht auf die Farbe an. Ich glaube, es kommt auf die Größe an, oder? Ja. Oh, geschafft beim zweiten Versuch. Okay, gut. Jetzt sind wir hier als Ball und das bringt uns gar nichts. Verschlossen. Wer tut nur so etwas? Jeder normale Mensch. Naja. Keine Ahnung, was du für ein Problem hast. Wenn du deine Türen gerne hobbymäßig auflässt, damit irgendwelche Fremden... Okay. Wenn du gerne deine Türen hobbymäßig auflässt, damit irgendwelche fremden Leute dich besuchen können, dann ist das dein Ding, aber ich... Ach, das sind rutschige Platten. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so komisch da runtergefallen bin. Ah, okay. Woo! Warum auch immer die rutschig sind. Muss ich nicht verstehen. Es gibt Sachen im Leben, die muss man einfach nicht verstehen. Was bringt der Schalter denn? Drück, drück. Mal ist das simple Drücken eines Schalters das Wunderbarste. Drück, 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 drück. Was hat das jetzt gebracht? Hä? Komme ich jetzt hier rein oder was? Du musst diese Tür. Okay. Dann nicht. Gut, wir müssen die Tür von innen öffnen. Das haben wir gerade erfahren. Tschüss. So. Dieses Spiel ist auf jeden Fall schwerer zu kommentieren als Crash Twin Sanity, muss ich einfach mal sagen. Einfach weil Crash Twin Sanity ist das ständig was passiert und da konnte ich Hintergrundwissen mit einbringen. Und hier ist halt ja, schwer, weil zum einen kennt jeder SpongeBob und zum anderen, ja, man muss halt hier viel erkunden und da passiert halt nicht die ganze Zeit was. Darum, also wenn es mal langweilig wird, einfach ein bisschen vorspulen oder so, würde ich auch machen. Ist nicht verwerflich, ist alles okay. Ist da, ach, ist das auf meiner Seite? Ah, okay. Seit 3 Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Danke. Bitte. Okay. Das war weird, aber bitte. Gut, wo... Ah, von hier kommen wir. Was gibt's denn hier? Nix. Cool. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Das ist die Frage, die ich mich stelle. So, mach mal erstmal hier kaputt. So, dankeschön, 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 dankeschön. Als nächstes muss ich wohl darüber. Ah, ich frage, was ist mit der Kanone? Kann ich die wirklich nicht kaputt machen? Fuck you. Als, warum hältst du dich denn nicht fest? Am besten erzählst du damals, wie du zu dem Spiel gekommen bist. Puh, da gibt's eigentlich keine große Hintergrundstory. Ich war halt sehr jung. Und bei meiner Tante hatte ich damals eine Wii. Und die habe ich halt totgesuchtet. Und mein Vater hatte halt einfach eine PlayStation 2. Ja, und auf der PlayStation 2 hatte er halt Spiele wie SpongeBob. Und ich bin halt ein kleiner Bubi gewesen, auf SpongeBob übelst gefeiert. Und das war so das einzige Spiel, was mich so auf Anhieb interessierte. Also... der hatte dann noch Ratchet und Clank und halt so eine Ballerspiele. Und die haben mich halt am Anfang nicht so hart interessiert. Und darum habe ich halt einfach mal gefragt, ey, kann ich auch SpongeBob spielen? Weil mit Spielen kannte ich mich halt schon so ein bisschen aus, weil ich halt immer Mario Galaxy und so gespielt habe, halt auf der Wii. Und ja.
das war's eigentlich schon. Also mein Vater hatte halt einfach eine PlayStation 2. Und die PlayStation 2 ist und bleibt einfach einer der geilsten Konsolen. Ich frag mich, was ich jetzt machen muss. Wo muss ich hin? Ich muss die Tür da von innen öffnen. Ja, aber dafür muss ich doch nach... Warte mal, genau. Ich muss nach da hinten. Klar, aber wie komme ich da hinten hin? Okay, ruhigen Kopf behalten. Sowas ist halt jetzt live Kacke. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, kann man hier nichts... Ah, ich habe nichts gesagt. Man sollte sich mal umgucken, Justin. Du Depp. Oder Pointer, du Depp. Für alle, die meinen Hauptkanal noch nicht kennen, abonniert mich. Okay, 2100. Oh, das tut weh. Die Hälfte der glänzenden Objekte wieder weg. Wo bringt mich das hin? Stand da. Ich hab's nicht gelesen. Ja. Wozu auch, ne? Die Seenadel. Okay. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Oh, das war schwer. Das war brutal schwer. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel verwüstet. Das ist ja furchtbar. Wer würde nur so etwas Böses tun? Wenn SpongeBob so guckt, so, das ist doch furchtbar. Das kann man ihn einfach null abnehmen, ne? Aber gut, ne? Ist halt SpongeBob. Es ist nun mal passiert. Aber was noch viel wichtiger ist, da sind Tickies und glänzende Objekte außerhalb der Fenster. Ja, geil, Sack. Okay. Wie können Sie nur jetzt an Geld denken, Mr. Krabs? Ganz einfach. Ich denke immer an Geld. Geld, Geld, Geld. Hör nun zu, Minion. Du weißt ja, dass du goldene Pfannenwender von mir bekommst, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Zerstörst du aber zusätzlich noch alle Tikis hier in der Seenadel, bekommst du außerdem einen weiteren goldenen Pfannenwender von mir. Irgendwie ist Mr. Krabs so ein perverser alter Opa, nur halt nicht mit Frauen oder so, sondern halt mit Warum Geld. Warum soll ich denn alle Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie über dich lachen und dir komische Namen geben. Was für komische Namen? Sowas wie SpongeBob Schleimkopf. Oder SpongeBoss Gunshot. Hat er nicht gesagt. Das ist nicht sehr komisch. Nein. Aber sie sagten, deine Mutter wäre hässlich. Hey, wie cool. Als ob. Hässlich? Okay, Mr. Krabs. Ich tu es. Die werden mich kennenlernen. Ja, SpongeBob, die sagen, deine Mutter wäre hässlich. Und hier können wir den Charakter wechseln. Lol. Hier ist ganz random mal Sandy. Bekommt man die wirklich einfach mal so? Ich meine, ich wusste, dass man Sandy spielt, ne? Und ich wusste auch, dass sie in dieser Welt vorkommt, aber ich dachte, die wird einem noch vorgestellt oder so. Aber gut, dann halt nicht, dann spielt man sie halt einfach so. Ja, das ist der dritte Charakter, den ich angesprochen habe. Diese drei Charaktere kann man spielen. SpongeBob, Sandy und Patrick. Und ich finde Sandy am coolsten, einfach weil Sandy am coolsten zu spielen ist. Ahoi, Sandy. Guten Morgen, Mr. Krabs. Ich bin hässlich. Nein, wir stinken, schreibt einer im Chat. Ja. Checkpoint. Okay, hier können wir uns nicht ranhängen, weil wir sind nicht SpongeBob. Das ist SpongeBobs Fähigkeit. Dafür können wir mit Sandy fliegen. Und können Karate. Aber SpongeBob kann auch Karate in der Sendung, oder? Ich war klar nicht so gut wie Sandy, aber der konnte doch auch Karate, oder? Ist schon länger her, als ich das geguckt habe. Oh, hier ist auch hier sind auch Zahnräder. Oh, die Knöpfe können wir auch nicht aktivieren. Das geht auch nur mit SpongeBob. Gut, dann gucken wir uns erstmal hier grob um mit Sandy und dann... Oh, der Gegner ist assi. Der ist assi. Mit dem ist nicht zu spaßen. Liebe Kinder. Oh, hier ist auch nochmal ein... Oh, den können wir auch nicht mit Sandy besiegen. Okay, ich glaube, warum haben wir jetzt denn nochmal den Charakter gewechselt? Gut, hier geht's nicht weiter. Gut, wir müssen zu SpongeBob rübereilen. Warum kann man hier den Charakter wechseln? Weil man braucht hier ganz offensichtlich SpongeBob und nicht Sandy. Aber gut. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Ich habe nichts dagegen, dass man hier wechseln kann. Ne? Ich will hier niemanden diskriminieren, der hier gerne Sandy spielt. So, ne? Kein Ding. Kein Ding.
Sandy hat hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Spongy. Let's go, du bist dran. Ach, der ist auch süß, ne? Wie der hier so lang torkelt. Okay. Let's go! Ich bin der größte Volldepp einfach. Erneut. Let's go! So, wir sollen alle Tickies kaputt machen, sagte Mr. Krabs. Dafür gibt's einen goldenen Pfannenwender und nochmal ganz viele glänzende Objekte für mich. Oder muss ich die jetzt alle, die ich hier einsammle, Mr. Krabs abgeben? Nee, ne? Das wäre ja schon frech vom Spiel. Boah, ist ganz schön nervig hier, ne? Wow, nein, als ob. Und... Ey, warum machst du das denn nicht kaputt, du Schwamm? Als ob. Jetzt aber, ich hab's im Blut, komm. Yeah. Und yeah. Als ob. Du scheiß Affe, so. So, kurz, Insider, hast du wohl nicht verstanden oder doch von der SpongeBob-Folge mit dem Eiscreme? Ah, stimmt, aber da war ja eher hässlich und stolz. Ja, ach so, du meinst wegen deiner Nachricht, ja. Ja. Doch, das habe ich gecheckt, ja, schon, aber... Ja, gut, egal, muss mich nicht rechtfertigen. Bin halt nur nicht drauf eingegangen. Hab's aber gecheckt. Okay... Gut, ich wollte schon sagen, ich dachte nämlich schon, dass das hier zur Eingangshalle wieder führt, aber... Warum lebst du schon wieder? Ich hab dich doch gerade schon mit Sandy weggefickt. Junge, was willst du eigentlich? Alter, ich komm mit meinen Cousins, ne? Und dann ist nicht mehr zu spaßen, Bruder. Boots. So, damit haben wir alle Räume aktiviert und wir haben vergessen, da vorne an den Haken zu springen, ne? Naja. Machen wir das erstmal hier. So, Hauptsache wir zerstören die Oh, hier ist aber fies, ne? Hier sind noch diese explosiven Tickies. Da nimmt man ja ordentlich Schaden noch, ne? Jahihi. Wir müssen nur diese Flugtypis da töten. Die anderen fallen ja dann runter und dann sterben die automatisch. Ich mach mal erst... Wollte ich gerade sagen, mal erst den, weil der am fiesesten ist, aber ja. Ich treff eh nichts. Ich bin ein Lappen. Nein, verdammt, los. Ich dreh gleich durch, ne? Oh, ist das ätzend. Nein, töt ihn auch. Ich habe ihn natürlich nicht getroffen. So, da ist nochmal ein Explosiver, den wir natürlich nicht treffen, wozu auch. Einen hübschen Arsch hat, SpongeBob, no homo. Muss man ja immer dazu sagen, in der heutigen Gesellschaft. So, und jetzt komm. Ja, geht doch. Endlich. Boah, war das nervig. Holy. Gut, dann da vorne noch am Haken. Boah, das ist echt ätzend hier, ne? Das ist nervig. Für alle, die nicht live zugucken, sondern den Part hinterher angucken, spult gerne vor. Das ist nämlich nicht so spektakulär gerade. Oh, das geht aber jetzt fix hier. Yeah. So, und... Yeah, Boots. Nicht mal getroffen worden. Cool. Alle zerstört. Auf zu Mr. Krabs. Gute Arbeit, Minion. Hier hast du deinen goldenen Pfannenwender. Ich bedanke mich. Nehme Sandy mit. Und gehe nicht mit ihr raus. Das geht nämlich nur mit SpongeBob. Schade. Nein, geht's nicht. Weil man hier rausgeht. Dann kann ich doch mit Sandy raus. Ach ja.
Auf geht's mit Sandy in die Innenstadt. Düdüm, 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 düdüm. War das jetzt eigentlich so schlau mit Sandy hier? Weil eigentlich brauche ich ja SpongeBob jetzt hier für... Oder brauche ich den? Nein, Sandy, pack das auch. Geh weg, da ist der Explosion. Ach, ich bin noch ein Depp. So. Düp, düp. Hey, Gary. Tolle Gespräche führen die hier. Tolle Gespräche. Gut, spätestens hier hätten wir sowieso nochmal Sandy bekommen. In der Innenstadt. Sandy kann über eine Spalte, bla bla bla, wissen wir. Nehmen wir gleich mit. Noch die Unterhose. Kann ich pfeifen, darum mache ich. Ich kann übrigens auch nicht schnipsen. Ja, ich weiß. Oh, der kann nicht schnipsen, was ein Versager. Sein Leben ist gar nicht lebenswert. Ja. Gut, dann mal den Weg frei machen. So, hier können wir nochmal zu SpongeBob wechseln, aber wir brauchen das Handy. Gut, und damit. Über da! Bam, badum, bam. Und los geht's von Haus zu Haus. Aber erstmal hier. Ich hoffe, dass wir diese Dinger wirklich brauchen. Na, wir nicht, aber Mr. Krabs. Und Mr. Krabs gibt uns dafür goldene Pfannenwender. Und diese brauchen wir. Okay. So. Alles einsammeln. Bam, badum, badum. Okay, komm ich. Da komme ich doch auch rüber, oder? Komm, easy, Alter. Checkpoint. Sandy kann einen Schlag ausführen. Ja, Alter. Als ob ich das nicht checke, ey. Bam, badum, 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 bam, badum, bam. Oh, diese Erklärungen nerven auch ein bisschen, ne? So, die Dinger lassen wir jetzt mal Dinger sein. Und damit. Yeah! Das kann Sandy nämlich auch. Das ist alles ein bisschen krass. So, Sandy kann ein Lasso. Ah, wir können die Dinger doch besiegen. Haben ja vorhin oben, da oben, gesagt, Sandy kann ihn nicht töten, aber doch, kann sie. Gut, hätte ich mir aber auch denken können, aber ja, gut. Adios! Gut, ah, da geht's weiter. Ich wollte gerade fragen. Ich wollte gerade weinen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht, aber alles gut. So, damit haben wir das. Das. So. Ein goldenen Pfannenwender. Und dann geht's rein ins Haus. Ich glaube, hier gibt es so viele SpongeBob-Sprüche, die nie ein SpongeBob-Charakter sagen würde. Ja, wäre auch billig, wenn die hier zum einen Sprüche aus der Sendung verwenden und wenn die Sendung Sprüche aus dem Spiel verwenden. Also ich finde schon gut, dass der Humor, dass die Witze aus dem Spiel beim Spiel bleiben. Sandy, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit schrecklich. Oh, jemand Gott. Muss meine alte Antenne durch diese neue glänzende Antenne ersetzen. Wer guckt denn heutzutage noch Fernsehen? Guck meine Videos. Meine Videos auf Pointer und Pointer TV, aber nicht Fernsehen. Jawohl, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Aber warum ersetzt du sie nicht selbst? Ich kann nicht wirklich gut springen. Haha. So, was hat denn Springen damit zu tun? Weil sich die alte Antenne dort oben befindet. Klettern. So, Link in Breath of the Wild Style. Woo, das ist höher als ein Glas Texas Eistee. Die Roboter haben das gesamte Gebäude besetzt und ich kann nicht so coole Moves wie du und SpongeBob. Ich kann nur posieren. Möchtest du es sehen? Also wenn man es schon zugibt, ne, das ist schon ein bisschen ja, super. Traurig. Was hast du denn eigentlich mit der alten Antenne vor? Ja, super. Ah, die? Sie gehört dir, wenn du sie durch die neue Antenne ersetzt. Nun, ich habe in meiner Luftkuppel auch einen schlechten Fernsehempfang. Okay, Larry, ich mach es. Die labern auch, ne? So, beim Gespräch hat man gerade schon gesehen, das sieht echt billig aus hier, ne? Muss man sagen. Oder so, ist das gewollt, dass das so billig aussieht? Also, ich find's aber auch nicht lustig, muss ich sagen. Dass das so... Bilder einfach sind, naja, gut. Muss ich mitleben. So, Sandy kann große Dinger überwalten, das wissen wir. Fernsehen ist nicht mehr, YouTube ist jetzt modern. Genau so ist es. Aufpassen!
Das ist aber ganz schön brutal, ne? Der Charakter wird uns auch ein bisschen zu spät vorgestellt. Den kennen wir schon. Na, da sind wir wohl zu schnell für das Spiel gewesen. Aber kein Ding, ich nehme ihn natürlich trotzdem auseinander. Unabhängig davon, ob wir ihn schon kennen oder nicht. Was willst du denn, Bruder? Boots. Da vorne ist auch nochmal jemand, der Stress macht. Und da haben wir auch gleich nochmal ein... Aua, ein Zahnrad. Was wir auch nochmal mitnehmen natürlich. 6 von 11. Damit lässt sich doch schon leben. So, komm mal her. Also keine Sorge, ich werde heute nicht mehr das ganze Gebiet hier abschließen. Also die ganze Innenstadt. Ich denke mal, ich werde hier oben jetzt noch alles machen und dann beende ich den ersten Part von SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Putz. Ja, das stimmt, der dreht sich ein bisschen sehr schnell. Ich bin auch so einer, so drehen kann ich gar nicht ab. Also Weihnachtsmarkt oder generell so... halt irgendwelche Märkte, wo Karussells sind und so. Ich bin weg, ciao. Ja, so generell so Sachen, wo Karussells sind und so. Und so Sachen, die sich ganz schnell drehen. Da komme ich nicht so mit klar. Da wird mir immer sehr, 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 sehr schlecht. Muss ich sagen. Also schon sehr brutal und vor allem sehr schnell auch. Naja. Da ist halt jeder anders, ne? Dafür liebe ich dann halt wieder so eine Krankensachen. So um Kopf und... Halt so ein Scheiß, den wo andere sagen, traue ich mich nicht, mache ich halt immer mit. Da bin ich ein bisschen lebensmüde, gebe ich zu. So, tschüss. So, da oben war noch ein Zahnrad, ne? Genau. Habe ich gesehen. Du kannst dich nicht von mir verstecken, Zahnrad. 7 von 11. Okay. Wow, tschüss. Hier oben geht aber auch ab, ne? So, hier nochmal, weil wir haben gerade ganz schön viel glänzende Objekte abgegeben. Da brauchen wir mal wieder ein bisschen was. So, wo geht's denn jetzt weiter? Wo geht's? Ah, da. Yeah! Kennt man auch, ne? Immer wenn ich morgens losgehe, immer überall fliegende Eichhörnchen. Nein, aufpassen! Ah, verdammt. Arschloch. Verdammt! Kommt ihr in alle... Ah, da ist so ein Ding. Gar nicht gesehen. Bin ich total besch... Das habe ich verdient. Ich habe mich so doof jetzt angestellt bei diesem Kampf, ne? Da habe ich es echt verdient zu sterben. So, tschüss. Du stirbst. Du stirbst. So schnell hätte man das abschließen können. Meine Güte. So. Putz! Bam. Muss ich irgendwas drücken? Nee. Weil das sah gerade ein bisschen knapp aus. Hm, naja, gut. Willst denn du, Junge? Triffst mich nicht, du Versager. Du triffst mich nicht. Putz! Okay, war hier... Hier war doch gerade irgendwas, oder? Hab ich mir das eingebildet? Hm. Kann sein, ne? Kann sein, kann alles sein. Okay, wir müssen aufpassen. Nein! Verdammt. Gib her! Gut. So. Tschüss! Arschloch. Tschüss! Sag ich. Okay, da vorne ist auch nochmal so ein Ding. So, rüberspringen. Kurz und dann. Tschüss. Tschüss. Dau. Warum habe ich die jetzt getötet, fragt ihr euch? Tja, wegen den glänzenden Objekten. Adios. Das war gerade ein bisschen knapp. Gut. Wow, hier müssen wir surfen. Ah, okay, gut, das war knapp. Das war sehr knapp. Okay. Ich wollte nicht hoch. Ah, falls man hier nicht hoch... Ah, okay, gut. Schon verstanden.
Oh, oh, der ist fies. Und dann können wir wieder zu SpongeBob wechseln. Uff. Ficker. Nicht mit mir. Tut mir leid, Ficker sagt man heutzutage nicht mehr. Ich will ja familienfreundlich sein. Wollen wir wechseln? Eigentlich nicht. Müssen wir sogar. Müssen wir sowieso. Putz. Aktiviert. Kiste. Und damit öffnen wir den Leuchtturm. Leuchtturm meine ich. Entschuldigung. Alles klar, Kinder. Ei, ei, Captain. Fertig. Los. Okay. What's going on? Okay, ich kann mich erinnern. Wir müssen jetzt hier alles wegschlachten. Kein Ding. Mach ich mit links. Natürlich bleibt das nicht so leicht. Denke ich jetzt einfach mal. Stirb! So. Oh, jetzt spawnt aber hier krasse Viecher. Nächster. So, next. Ich bin SpongeBob. Schlachte alles weg. Sagt er und wird getroffen. Lach mal nicht so, du elendiger. Putz. Okay. Oh, hier ist die letzte Station. Okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Sagte tschüss. Stopp jetzt! Geht doch. So. Okay, brauchen jetzt aber hier nicht die ganze Zeit rumdallern. Erstmal hier den töten. Da oben ist noch einer. Oh. Jetzt wird aber gefährlich hier. So, eine Unterhose. So. Den töten. Und jetzt können wir alles wegschlachten. Erstmal dich, weil du bist ein Affe. Ein Elendiger. Stirb. Dau. Na, geht doch. Ging doch fix. Gut, holen wir uns erstmal das Rad. Seit 3 Jahren unangefochtene Nummer 1 im Jagen von Bösewichten in Bikini Bottom. Als ob. Oh, jetzt muss ich nochmal hochdallern. Gut, machen wir noch fix und dann beende ich den ersten Part. Ich weiß nicht, wann der nächste Stream kommt. Beziehungsweise der zweite Part dann halt. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Wer weiß. Ich glaube, man ist jetzt mit 1,5 Stunden gut versorgt erstmal. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand am Stück anguckt. Daher, ja. So. Mal wieder runtergehen. Dam da dam da 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 da. So, damit sage ich ciao und bis zum nächsten Part von SpongeBob. Schlacht um Bikini Bottom. Das war ein erstmal erfolgreicher Part. Habe ich doch. Das war zum einen ein erfolgreicher Part, ein langer Part und ein komischer Part, weil, ja, also wie schon gesagt, das Kommentieren ist mir hier sehr, sehr schwer gefallen. Ich hoffe trotzdem, es ist okay geworden. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert meine beiden Hauptkanäle, beziehungsweise meinen Hauptkanal und meinen Zweitkanal und ja, ciao. Bis zum nächsten Part von SpongeBob, Schlacht um Bikini Bottom. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, ne? Egal, ciao.